all diesen Kommentaren, die mich zutiefst getroffen haben, habe ich mich dazu entschlossen, es euch nicht länger zumuten zu wollen, so einen ungesunden, unattraktiven, adipösen Menschen, wie ich einer bin, alle zwei Wochen über YouTube anschauen zu müssen. Und somit mache ich das, wie das alle Loser machen, und nimm Ozempic, um abzunehmen. Leider geht das nicht, weil, so wie zum Muskelaufbau, ich Steroide nehmen wollte und gemerkt habe, dass ich kein Geld dafür habe, weil die Finanztipps von Chillinger noch immer nicht funktionieren, muss ich das über den konventionellen harten Weg, den langen Weg machen. Habe deshalb meinen Lebensmittelpunkt ins Gym verschoben, habe mein Springseil entstaubt, hatte 5 cm Staub drauf und mache jetzt nur noch den letzten Baustein, das allerwichtigste, nämlich die Ernährung. Und wer wäre dazu besser geeignet, um mir etwas über Ernährung zu erzählen oder von dem ich was über Ernährung lernen kann, als der schönste, der eloquenteste, der beste und jetzt neu auch der spirituellste, nämlich Patrick Reiser. Hallo Leute, willkommen bei ProPro Lifestyle. Wer kann sich noch an dieses Intro erinnern? Das hat sich bei mir so eingeprägt, das werde ich nie vergessen. Heute ein bisschen theoretisch. Ah, cool, ein bisschen theoretisch. Und die Sonnenbrille ins Poloshirt gesteckt. Hab extra Miami so eine Tafel gekauft, damit ich euch auch gewisse Sachen aufzeigen kann. Er ist so großzügig und selbstlos, hat extra eine Tafel gekauft, damit wir Unwissenden sein grenzenloses Wissen über Ernährung erfahren können. Vielen Dank, Patrick, dass du so viel Unkosten auf dich genommen hast. Heute ist ein sehr wichtiges Thema, was mir persönlich auf dem Herzen liegt. Und das ist die Ernährung. Dachte schon, geht um sein Portemonnaie, seine Brieftasche. Aber nein, falsch gedacht, es geht um die Ernährung. Es ist krass, dass ich merke, dass so viele Leute sich nicht mit der Ernährung auseinandersetzen. Die Ernährung ist so wichtig. Und wie erkennt man, wenn etwas ganz wichtig ist, wenn der Sprecher mit allem, was er hat, gestikuliert, artikuliert, dann wissen wir, das ist jetzt ganz wichtig. Weil schlussendlich, so wie ich hier dastehe, meine Haare, meine Haut, mein Körper, mein Kopf und mein Geist, meine Energie. Was denkt ihr, Jungs, Mädels? Von wo kommt das? Das kommt von der verdammten Ernährung. Von der verdammten Ernährung. Ich möchte es heute kurz halten, weil ich bin kein Fan von die Sachen zu verkompletisieren. Bitte was? Verkompletisieren. Aha. Was heißt das? Es komplett machen. Okay, es wird nicht verkompletisiert. Schauen wir weiter. Vor 1,5 Jahren kannte ich das Gefühl, wie es ist, unter 16% Körperfett zu sein. Ich kannte es nicht. Ich habe gegessen, was ich Lust hatte. Habe mich mit dem Thema Ernährung nicht auseinandergesetzt. Habe Red Bulls getrunken, habe Chips gegessen abends, Schokolade nämlich reingefressen. Alles Mögliche. Bis zu diesem Punkt, wo ich mich entschieden habe, hey, jetzt mache ich mit an der Schweizer Meisterschaft im Natural Bodybuilding. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich mit einem Ernährungsplan auseinandergesetzt und mit verschiedenen Lebensmitteln identifiziert, auseinandergesetzt. Er hat sich mit Lebensmitteln identifiziert. Mich nimmt es wunder, mit welchen Lebensmitteln er sich identifiziert. Ich identifiziere mich mit einem Kürbis. Ernährungsplan durchgezogen. Erste Woche passiert gar nichts, zweite Woche auch nicht, vielleicht dritte Woche. Okay, merkt man was, vierte Woche, ja, bam, bam, bam und so weiter und so fort. Und plötzlich, nach 6 Monaten, boom, 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 boom. Was ist denn dann explodiert? Sah ich das erste Mal ein Sixpack. Ich sah das erste Mal eine richtig krasse Auswirkung. Und was ist auch passiert? Hier oben, ich konnte Sachen mir besser merken, besser verstehen, besser aufnehmen. Ich war wacher, mehr Energie und so weiter und so fort. Mich nimmt es wunder, was er besser verstehen konnte. Was hat er, oder was versteht er jetzt, was er damals nicht verstanden hat? Das wäre noch interessant zu wissen, dieses Delta. So merke ich es mir und so mache ich es. Wasser. Flüssigkeit. Wichtigste, hä? Wasser. Dann die Makronährwerte. Makronährwerte. Und Mikronährwerte. Und die Mikronährwerte. Beim Wasser ist es so, für mich ist Wasser der Grundstein für die Energie. Guckt euch das hier an.
Die Welt ohne Wasser würde nicht existieren. Wir ohne Wasser würden nicht existieren. Und ich sag's mal so, der Mensch besteht aus ca. 60-70% aus Wasser. Und das sagt eigentlich alles schon. Das ist der wichtigste Punkt. Wasser. Genug Wasser müsst ihr haben. Ich empfehle. Was zieht da die Pfähle raus? Oder was heißt das? Und Wasser, das Wichtigste. Wer kennt die berühmte Formel von Patrick Einstein nicht? Wasser gleich Energie. Ja, das ist immer meine Empfehlung. Pro 40 oder pro 20 Kilogramm Körpergewicht 2 Liter Wasser. Also ich bin 150 Kilo schwer, bedeutet geteilt durch 20 Kilo, gibt ungefähr 7 mal 2 Liter. Also ich muss 14 Liter Wasser am Tag trinken. Geht klar. Irgendwas mache, 6 Deziliter Wasser, tak, 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 bumm. Bei Patrick ist immer so gut, er zeigt gerade praktisch, wie das funktioniert. Aufstehen und dann gluck, 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 gluck. So muss man 6 Deziliter Wasser trinken. Und der ganze Wasserverlust, den ich gehabt habe über die Nacht und so weiter und so fort, ist wieder voll. Alles weg, alles gut, ready für den Tag. Dann komme ich zu den Makros. Heißt nicht, dass das das Zweitwichtigste ist. Darum steht es auch nicht an zweiter Stelle. Weil eigentlich das Zweitwichtigste für mich sind die Mikronährwerte, aber dazu komme ich dann noch. Mikronährwerte. Dachte immer, das heißt anders. Jetzt weiß ich es. Mikronährwerte. Wenn man es häufig wiederholt, kann man es sich besser merken. Leute, wie funktionieren wir Menschen? Wir funktionieren ja nur mit Energie. Energie ist das, was uns treibt. Und was ist unsere Energie? Wir nehmen sie auf mit der Ernährung, okay? Mit Kalorien. Also wir brauchen nur Kalorien. Energie. Gehen wir mal ein paar Kalorien kaufen. Freunde! Kurze Unterbrechung, wenn ihr dieses Format hier unterstützen wollt, dann könnt ihr das mit dem Code MOBBED im Galenicus-Shop machen. Findet ihr auch alles nochmal in der Beschreibung. Der Galenicus ist wieder auf Lager, falls ihr es verpasst haben solltet. Dazu gibt es Whey für 20,24 Euro und Whey Isolat für 26,99 Euro, beides pro Kilo. Kreatin haben wir in der 500-Gramm-Dose für 13,49 Euro. Und frisch wieder da ist nicht nur unser Vitamin D3 und K2, sondern auch die Omegas. Die bekommt ihr in der Einzeldose oder im Dreier-Sparbundle zum absoluten Spitzenpreis. Ansonsten lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und wenn ihr Bock habt, dass Chris das Format hier wöchentlich macht, lasst es ihn mal mit einem netten, aber auch sehr bestimmten Kommentar wissen. Kohlenhydrate, Carbs. Wir haben Fette, wir haben Proteine. Das sind so die 3 Makronährwerte, auf die ich achte. Okay, gut. Makronährwerte. Ich habe ca. 420 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Das gibt mir die nötige Power und Energie. Ja? Das füllt meine Muskeln und ist wie das Holz in einem verdammten Zug von früher, der nur noch mit Holz fährt. Ja? Was ist ein verdammter Zug? Also das mit dem Verdammen kam ja aus der Zeit der Pest, oder? Wahrscheinlich ist ein verdammter Zug ein Zug, der Pest hatte, deshalb sich nicht mehr im Dorf oder in der Stadt aufhalten durfte, weil er sonst so die anderen Züge angesteckt hätte mit der Pest. Also hat man ihn verdammt und er musste außerhalb des Dorfes überleben. Ein verdammter Zug, wer kennt es nicht? So, und zu guter Letzt, aber etwas vom Wichtigsten, das sind die Mikrobaustoffe. Mikronährwerte, okay, Mikrobaustoffe sind es jetzt. Mikrobaustoffe. Wichtig, hä? Mikrobaustoffe. Für euch zu wissen, das Allerwichtigste. Warum sind die Mikrobaustoffe? Mikrobaustoffe? So wichtig. Wie der Name sagt, Baustoffe. Zum Glück heißen sie Mikrobaustoffe. Drum wie der Name sagt. Die Mikros sind dazu da, um euch zu bauen. Ja? Sie bilden die Haut, sie bilden das Haar. Vitamin C bildet das Haar, klar. Sie geben euch die Sehkraft. Noch ein bisschen Sehkraft. Ein bisschen Sehkraft zu mir nehmen. Dann brauche ich vielleicht keine Brille mehr. Ich nehme ein bisschen Vitamin C. Ein bisschen Sehkraft in Tablettenform. Sie schauen, dass dass der ganze Körper funktioniert. Hormonhaushalt. Der
Hormonhaushalt, dass der Körper harmonisch funktioniert. Und so weiter und so fort. Ohne die Mikros könntet ihr Proteine, Kohlenhydrate und so weiter gar nicht erst in eurem Körper richtig aufnehmen. Das heißt, wenn die hier nicht stimmen, da könnt ihr so viele Proteine, Kohlenhydrate essen, wie ihr wollt. Das gewünschte Ergebnis habt ihr einfach nicht. Und leider, ich muss sagen, und es bewegt mich wirklich sehr. Was bewegt Patrick? Jetzt bin ich gespannt. Weil in diesem Bereich supplementieren sehr, sehr viele Leute irgendwelche Supplemente, die sie einkaufen gehen in Apotheken. Die bösen Menschen, die dummen Menschen supplementieren Supplemente, die sie in Apotheken einkaufen. Das geht gar nicht. Nicht mal unbedingt Sportler oder Bodybuilder oder sonst was, sondern allgemein einfach normale Leute, die gesund sein wollen. Was fällt denen ein? Einfach keine Sportler, Leute, die gesund sein wollen und dann einfach Supplemente konsumieren. Das geht gar nicht. Und es gibt so viele Verschwörungstheorien darüber. Weil ihr müsst euch immer so vorstellen, wer will dann an dem ganzen Kuchen hier das Cash verdienen? Das Cash? Und das sind eben die großen Firmen, die großen Pharmaindustrien. Die verdienen auch das Cash. Und die sind natürlich nicht unbedingt daran interessiert, dass es uns gut geht. Ja? Weil sonst würden sie kein Geld mehr verdienen. Was für ein schlauer Fuchs. Die Pharmaindustrie, die will uns krank machen, weil die wollen ja immer mehr Geld mit uns verdienen. Und darum werden solche Dinge wie die Supplements und solche Dinge extra schlecht gemacht, dass die uns krank machen, dass die immer mehr verkaufen können. Patrick, dieser Fuchs, hat das rausgefunden. Ich bin begeistert und das konnte er nur rausfinden, weil er endlich mal das Gefühl kennenlernte, unter 16% Körperfett zu sein. Das müsst ihr euch mal überlegen. Nur ein Denkanstoß von mir. Ich möchte nicht sagen, dass das so ist und ich möchte auch gar nichts hier in den Raum stellen. Ich teile einfach meine Gedanken mit euch. Und für das sind wir unendlich dankbar. Über diese Punkte werde ich in einem zweiten Video genauer und detaillierter darauf eingehen, weil es ist wirklich ein breites Thema. Und ich werde das kombinieren mit allgemeinen Supplementierungen. Wer möchte, dass ich mir das zweite Video auch anschaue? Dieses sagenumwobene zweite Video. Weil das ist so das erste Video, das aufbauend, dass das Terrain vorbereitet für das zweite Video. Wer möchte, dass ich über das zweite Video, das ich mich vielleicht auch mal noch anschaue und es mit euch teile? Ich habe bis jetzt den Video noch nicht gemacht. Ich bin ganz ehrlich mit euch. Weil in meinem ganzen Leben habe ich über Supplemente. Ich habe noch nie ein Supplement irgendeiner Person empfohlen, nicht mal meinen Eltern. Und warum nicht? Es ist immer ein heikles Thema, jemandem etwas aktiv zu empfehlen, weil das ist eine große Verantwortung, die ich habe. Wenn ich meiner Mutter oder irgendjemandem ein Produkt empfehle. Also eben, wenn er ein Produkt nimmt, um einen Pfahl rauszuziehen. Da muss ich ja 100% mit meinem Namen dahinter stehen, weil das ist etwas, was man zu sich nimmt und was einen negativen oder positiven Effekt auf einen haben kann, je nachdem. Ist der Ruf erst ramponiert, lebt Patrick Reiser gänzlich ungeniert. Ich bin diverse Produkte am Testen gewesen. Ich habe mich über Produkte auch informiert. Ja? Ich habe so viele Produkte, Anfragen bekommen wegen Werbung, dass ich für sie Werbung machen kann. Und die wollten mir natürlich auch hier finanziell mich entlöhnen. Das ist alles gut und recht. Ich finde, wenn ich hinter einem Produkt stehen kann und es euch empfehle, dann ist es legitim. Yes, dann nehme ich den Cash gerne für die Empfehlung. Wieso nicht? Aber das Produkt muss safe sein und ich muss dahinter mit meinem Namen und vor allem auch mit ProBro und mit der ProBro Community dahinter stehen. Ganz wichtig, mit der Community dahinter stehen. Ich weiß nicht, was das heißt. Kiss, kiss. Bang, bang. Ja, vielen Dank, Mr. Kiss, kiss, bang, bang, für dieses mind-blowing Video. Ich weiß jetzt, dass es Mikronährwerte gibt, Makrobaustoffe oder umgekehrt oder Kombinationen daraus und Wasser. Ich weiß, dass die Makronährwerte an zweiter Stelle kommen, aber eigentlich die
Mikrobaustoffe viel wichtiger sind und ich weiß, dass ich 14 Liter Wasser trinken muss. Ich bin zuversichtlich, dass ich bereits im nächsten Video, wie gesagt, euch es nicht mehr zumuten muss, so einen ungesunden, adipösen Körper zu demonstrieren, sondern dass ich mit den Tipps, mit den Ernährungstipps von Patrick da auf ein neues Level komme. Besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.